So, ich bin schon mal hierher gereist mit der Schnellreise, denn ich möchte für mich ja noch eine Trophäe haben und die bekomme ich ja, wenn ich 25 Autos gekauft habe. Wie viele ich schon gekauft habe, weiß ich jetzt nicht. Wie kann ich helfen? Aber hier habe ich halt noch ein paar Autos, die ich halt noch nicht gekauft habe und das mache ich einfach mal. Vielleicht reichen die ja Haben Sie schon was oder entdeckt? ja. Das hier und das hier. Mal gucken, ob das reicht oder ob ich dem noch ein paar andere Autos kaufen muss. Ich habe ja Geld genug. Aha. Ich habe Sachen, die kriegen Sie nirgendwo sonst. Ah ja, gut. Alles klar? Marcus, wir haben einen echten Schatz in dem Galilei-Dump gefunden, mit Teil des Namen drauf. Bin ganz Ohr. Ranch und ich arbeiten an einem Plan. Wir weihen dich ein, wenn du wieder in der Garage bist. Okay. Roboterkrieg, okay. Gut, das heißt, ich habe immer noch keine Trophäe. Okay, dann. Wo geht's denn als. Warte mal. Ja, ich weiß, ich soll die Docks erreichen, aber. Ich gucke, ob ich noch Autos kaufen kann. Hier unten zum Beispiel. Vielleicht geht da noch was. Heute kaufe ich mal ein bisschen Autos ein. Entweder bis ich kein Geld mehr habe oder bis ich dann die Trophäe bekomme. Ich habe schon einige Autos gekauft. So. Mal gucken. Kann ich helfen? Ich weiß nicht. Alter, guck dir Du mal was diese Preise Bestimmtes? hier an. 360.000. Millionen, 500.000. Alter, der ist ja teuer hier. Gut. Ich nehme erstmal so ein paar billige Dinger hier. Ein Mann, gerade ich habe meine Trophäe erhalten. Na, Ich bin hier, super. falls du mich brauchst. In Ordnung. Gut. Ich habe meine Autos bekommen. Uah. So. Dann kann ich ja dir mal nehmen hier. Warum nicht? Wo sind die anderen Autos alle? Haha. So. Moment. Der eine hat Geld hier, der hat Geld. Ich guck doch auf den da. So. 756. Wer ich? Genau. Okay. So, dann habe ich jetzt meine Trophäe also bekommen. Wird zwar so im Spiel jetzt als Video halt leider nicht angezeigt, aber ich habe sie halt bekommen. Jetzt muss ich da hinten hin. Ich bin bei den Docks. Muss ich was wissen, bevor ich loslege? Pass auf die Taskers auf.
Scheiße, ist das deren Revier? Ja. Okay, ich suche mal den Server. Vielleicht wird's nicht so schlimm. Ah ja. Die Bohlen wieder, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. Gut, die sind auch nicht ganz sauber. Ich erstelle jetzt das Mosaik. Was Interessantes? Die Teskas fahren immer Krankenwagen. Die Cops nehmen immer einen Leichensack mit. Was? Statistisch gesehen ist das sicherste Fahrzeug für einen Personentransport ein Krankenwagen. Ich bezweifle, dass es denen um Patientensicherheit geht. Okay. Das ist mein Weg hier raus. Ich muss nur aufpassen, dass dabei weder ich noch die Beweise drauf. Meinst du wirklich, dass das klappt? Der Polizeichef hat den Ruf. Sein Temperament wird mit ihm durchgehen, da wette ich drauf. Der hätte den Job nie kriegen dürfen. Wir haben nicht immer die Wahl, wer uns beschützen soll. Das sollten wir vielleicht ändern. Gut, Hinterhalt vorbereiten. Okay, dann versuche ich es mal. So. Warte mal. Überall mache ich was an, wo was anzumachen geht. Da auch. Ja. Die kann ja von überall her kommen. Der Wagen hält dann da. Und dann sind da welche und da welche. Da steht hier oben einer. Wie mache ich trotzdem hier alle an? Gut, da kommen wir dann irgendwie hingelaufen oder dann macht das Puff. Da ist noch eins. Okay. Das müsste wohl erstmal reichen hier. Ah, da ist auch noch einer. Okay. Hep. Kommt vielleicht von da, wie es aussieht, dann macht er vielleicht da schon vorher Puff oder was, aber wenn nicht, dann ist hier noch was. Okay.
Ich lasse den mal da stehen. So, aber wo verstecke ich mich denn am besten? Also. Hier. Wenn ich hier oben ist der eine da hinten, der sieht mich dann da. Okay. Vielleicht hier. Ich versuch mal. Ich gehe mal hier in Deckung und starte mal. Bin mal gespannt. Ich klaue also gleich einen Krankenwagen von einem Haufen korrupter Cops und werde vielleicht erschossen. Immer hast du den ganzen Spaß. Und Showtime. Okay. Schon mal zwei wieder weg. Hinten ist wohl der Wagen hochgegangen. Genau, ballert immer euch der gegenseitig kann. Gut. Die Polizei fährt weg. Okay. Bin ja mal gespannt. Warte mal, das ist noch zwei rote, sehe ich. Zwei rote Punkte. Damit erreichen. Da ist er! Wir sind an ihm dran! Okay. Aber ich sehe noch rote Punkte da auf meiner Karte.
Okay, dann doch noch mehr, als ich dachte. Noch einer. Wieso klettert denn da jemand hoch? Na komm her. Geht nicht. Okay. Hallo, Lula. So. Steige ich mal ein. Shit, ich hab grad echt eine Leiche geklaut. Werd die mal lieber schnell wieder los, Kleiner. Direkt vor dem FBI-Hauptquartier wäre doch gut. Ja? Du hast den wütender, korrupter Bulle Jackpot geknackt. Hör dir das an. Osprey, komm! Keine Ahnung, was passiert ist, Sir. Als hätten sie gewusst, dass wir kommen. Sie sind vom Dienst suspendiert. Aber Sir! Kestrel soll auf dem nächsten Boot sein und wehe, es ist zu spät. Nein, Sir. Cooper, Ende. Ja. So leicht kann man einen Wagen klauen. Ups, Vorsicht. Nix da. So, Mission abgeschlossen. Das war leicht. Die nächste geplante Schießerei ist auf Alcatraz. Um Mitternacht. Gruselig. Aber was soll schon Schlimmes passieren? Stimmt's? Sag das nicht. Im Ernst? Das ist ihr, Eggman. Ich denk dran, wenn ich auf der verlassenen Gefängnisinsel ermordet werde. Bin raus. Gut. Oh Mann, ich bin gleich auf The Rock. Als Kind durfte ich nie hin, weißt du? Ist doch verrückt. Du liebst Alcatraz. Auch nicht mehr als andere. Schnell, wann war dieser Auftritt in der Kantine? Welcher? Nerd. Hey, ich... Nerd. Gut. Dann schau ich mal. So, ich bin hier. Nee, ich will keinen gepanzerten Wagen klauen. Hier sind noch jede Menge Taschen mit Tüten mit Geld. Da oder hier oben oder.
Metall noch. Was war das Blaue nochmal? Ach, Lackierung. Ich will keine Lackierung. Und was war das hier? Aha. Freue mich erstmal hier so ein bisschen um. Guck mal, da kommt der Wagen. Ja. So, schrapp, schrapp, schrapp. Mal gucken. Das ist der hier. Zwei Leitern. Eine ist hier. Ah ja. Das könnte aber gehen. Ruf mal einer den Notarzt. Kann ich so nicht benutzen. Vielleicht. Das ist beängstigend. Stell dir vor, was passiert, wenn Bloom CTOS weltweit einführt. Länder ohne gesetzliche Regelungen. Länder, in denen es die Regierung aktiv gegen ihr Volk einsetzt. Das wäre eine Katastrophe. Ein Albtraum-Szenario. Und das läuft wahrscheinlich schon. Wie um alles in der Welt sollen wir das bitte aufhalten? Wir greifen weiter ihre Geschäftspartner an, decken die Risiken auf, den Missbrauch. Wir kämpfen nicht gegen Bloom selbst. Da gibt es für uns nichts zu holen. Wir müssen ihr Image und ihre Marke zerstören. Wieso kann ich den nicht hacken? Da ist doch alles voll. Verstehe nicht. Hallo. Sechser. Ach so. Moment. So. Hoppala. So komme ich auch hier hoch. Simsalabanda? Nein. Ich bin bei Jason Fassbenders Bank. Mal sehen, weshalb sie seine Konten eingefroren haben. Oh, hoffentlich Greystorm. Darauf würde ich wetten. Es war Greystorm. Ich wusste es. Also sagt Fassbender die Wahrheit. Es sieht ganz danach aus.
Ich muss zu seinem Haus und nachsehen, was die mit seiner Familie gemacht haben. Sei vorsichtig. Wir wollen es nicht schlimmer machen. Keine Sorge, ich schaue mich nur um. Hallo, schöne Frau. Das Geld gehört jetzt mir. Oh mein Gott. Furchtbar. Ja, furchtbar. Willst du mir die Schulter brechen? Bitte was? Moment. Den will ich noch haben hier. Was ist denn los? So. Hallo? Oh mein Gott. Fisch ab! Lass mich in Ruhe! Wichser! So. Ich weiß nicht. Genau, da soll ich jetzt in Alcatraz. So, wo bin ich jetzt? Ah, hier. Ja, da soll ich hin, aber wo bin ich denn jetzt? Ich muss erstmal irgendwie einen Hafen finden, wo ich denn... Moment. Schnellreise. Mache ich das so. Am Strand, da geht es lang. So, ich bin hier. Gibt es denn hier ein Boot? Gibt es hier irgendwo ein Boot? Hier sind welche. Das Boot mit den beiden. Aha. Okay, ich nehme hier dieses hier App. Geht. Alter, Gewalt, ey. So mir konnte ich gar nicht bremsen. Ja, ist ja gut. Er flüchtet zu Fuß. Lauf doch einfach weiter. Wir sehen ihn. Nehmen Verfolgung auf. Es gibt Berichte über einen gewalttätigen Kriminellen in ihrer Nähe. Over. Hallo? Bitte, ich will nicht vorbohren. Mein Gott! Officer verletzt! Ja und? Der hat doch angefangen, der Dobel. Hey, ich bin auf The Rock. Der CTOS-Server sollte oben auf dem Gefängnis sein. Oben. Ja. Nein. Warte. Spürt ihn auf! Im Block D befanden sich die Zellen für die Einzelhaft. Diese 6 Zellen wurden kollektiv als das Loch bezeichnet. In völliger Dunkelheit internierte Häftlinge litten unter optischen und akustischen Halluzinationen. Andere Häftlinge in Block D durften einmal pro Woche für eine Stunde allein in den Gefängnishof, bevor sie wieder in ihre Zellen zurück mussten. Soll das ein Witz sein? Okay. Nein? Okay, lass es spielen.
verstanden. Ja. Also ich. Warte. Ja, aber. Kann ich vielleicht. Na dann. Aha. Ja. Ja, das weiß ich doch. Stimmt. Moment, hä? Ich hab was auf dem Radar. Okay, gut. Dann zeigt der Pfeil ja hoch. Das ist das Merkwürdige. Ja, okay. Hey, tut mir leid. Hey, Moment. Sorry, die Verbindung ist. Ja. Aber da. Unter mir war. Hä? Verstehe ich nicht. Das ist seltsam. Na gut. Ich laufe da in die Runde, ich fahre mit meinem Ding da durch und so weiter und dann ist das wohl doch nicht da. Häpp. Okay, dann nein, es ist noch aus dem Weg. Ups, blöder sorry. Krampel. Okay. Aus dem Weg. Im Ernst? Bist nah verbrochen, ne? Hey du. Ich habe eine Idee. Hör mal zu. Dann gehe ich dahin, wenn ich das andere nicht finden kann, ob ich da rumlaufe und mein kleines Ding da benutze und so. Merkwürdig. Ja, schön. Denn ich soll ja erstmal das hier machen. Hi. Hey, hallo, können Sie mir etwas über die Insel erzählen? Natürlich, junger Mann, was möchten Sie wissen? Wird sie von CTOS überwacht? Wurde erst vor kurzem installiert, aber ja. Wollen Sie nicht lieber was über die Geschichte dieses kulturell bedeutenden Wahrzeichens wissen? Ich habe den Audioguide, danke. Eine Stimme vom Band ist doch kein Ersatz für das Original. Ja, da haben Sie recht. Das sollte reichen. Es gibt mehr Material, als ich gedacht hätte. Das wird eine Weile dauern. Ich kann warten. Die Aussicht hier ist super. Yep. Oh, Scheiße.
Ich habe Videos von Cops, die da Leute ermordet haben. Schon 5 oder 6 Mal. Dann muss ich hier weg, ohne die Killerpatrouille aufzuscheuchen. Keine Zeit. Kamera 11. Die sind hier? Scheiße. Und das ist sicher Kestrel. Verschwinde da, Marcus. Nein, wir brauchen ihn. Lebendig. Er kann unsere Liste der Namen bestätigen. Die Cops sind schon drin. Jetzt helfen dir keine schlauen Pläne mehr. Also Freestyle. Ja. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich bye bye, mach's gut und lass dich nicht gefangen nehmen, ne?